liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ja, meine Damen und Herren, wir sind zurück live im Bundestag und kommen gerade rechtzeitig zum Corona-Steuerhilfe-Gesetz. Und die erste Rednerin, hier von der SPD, Ingrid Ahn-Brauer, wird jetzt dieses Gesetz vorstellen. Die sind jetzt bis 80% steuerfrei aufstockbar und ich hoffe oder wir hoffen, dass viele Arbeitgeber davon Gebrauch machen. Des Weiteren die Zuschüsse schon häufig angekündigt von 1.500 Euro für die systemrelevanten Berufe, die vom 1.3. bis zum 31.12. diesen Jahres gezahlt wurden oder noch werden. Die sind jetzt gesetzlich steuerfrei geregelt. Die waren vorher untergesetzlich geregelt und haben einige Arbeitgeber Bedenken gehabt, dass sie in Rechtsstreitigkeiten verwickelt werden könnten. Das ist jetzt geregelt und ich hoffe, auch das wird zügig ausgezahlt an die Arbeitnehmer. Dann werden wir das Kurzarbeitergeld verlängern für die, die es dringend brauchen, weil immer noch Schulen und Kitas teilweise geschlossen sind. Wir verlängern auf 10 bzw. 20 Wochen bei Alleinerziehenden. Und wir entschädigen den Verdienstausfall für die Betreuung von Behinderten oder auf Betreuung angewiesene Menschen, die zum Beispiel von Werkstattschließungen betroffen sind. Auch das, finde ich, ist eine sehr wichtige Maßnahme. Dann verlängern wir für die Kommunen die Umsatzsteuer, Stichwort Paragraph 2b. Kommunalpolitiker wissen, was wir meinen. Wir haben hier Europarecht umzusetzen, haben aber Übergangsregelungen getroffen und werden die noch mal verlängern, weil die Kommunen jetzt mit Corona beschäftigt sind und sich nicht mit steuerlicher Gestaltung beschäftigen können. Dann haben wir einen Punkt zu regeln gehabt, der wurde schon ewig beantragt und ist jetzt wieder reingeschoben worden, und zwar 7% statt 19 auf Restauration und Verpflegungsdienstleistungen. Wir haben das befristet vom 1.7.2020 bis zum 30.06.2021. Ich habe dann in der Anhörung die DEHOGA gefragt, ob das wirklich die richtige Maßnahme für diesen Bereich ist. Die Dame von der DEHOGA meinte, es wäre vor allem psychologisch wichtig, dass man das jetzt so macht. Und es wäre ein Zeichen von Wertschätzung. Es kostet im Maximum 2,73 Milliarden Euro für dieses Jahr. Es betrifft 70.000 Betriebe. Und es kommt nicht wie bei einer Mehrwertsteuersenkung ansonsten beim Konsumenten an, sondern es soll natürlich dem Anbieter mehr Möglichkeiten und mehr Luft bieten. Es führt nicht zu einer Angebotsverbesserung, aber es führt vielleicht bei Betrieben, die jetzt sehr betroffen sind, zu mehr Einnahmen, wenn sie denn bewirten können. Ich glaube, das ist nicht das beste Maßnahmenpaket, was wir für diesen Bereich gestrickt haben. Aber es war so gewünscht, und wir machen es deswegen auch befristet. Aber ich glaube, dass wir im Konjunkturpaket, was wir demnächst stricken werden, in den nächsten Wochen, diesen Gastronomiebereich unbedingt noch bedenken müssen, weil zum Beispiel die Kneipen sind überhaupt nicht positiv betroffen. Und deswegen werden wir im Konjunkturpaket da noch was machen müssen, wie für andere Branchen auch. Wer die Hoffnung hatte, dass wir mit diesem Steuerpaket alle irgendwie bedienen können, auch den muss ich enttäuschen. Wir haben erst mal das Notwendigste gemacht. Was auch noch bei uns aufgelaufen ist in der Anhörung, die Grünen haben es auch in einem Antrag angesprochen, das ist die Ablaufhemmung bei Steuerstraftaten. Auch hier müssen wir gucken, dass wir nicht Verjährungsfristen ermöglichen, die wir vorher gar nicht so im Auge hatten. Das werden wir aber auch noch berücksichtigen in einem der nächsten Gesetzgebungsverfahren. Ich denke, wir haben ein gutes Paket vorgelegt. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, wie man es ja noch hätte besser machen können. Man kann es auch noch nachbessern und man kann vor allen Dingen im kommenden Konjunkturpaket noch Dinge ergänzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der AfD der Kollege Sebastian Münzenmeier. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tourismusbranche liegt am Boden. Tausende von Menschen sind in ihrer Existenz bedroht. Und die Gastronomie verbucht Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe und durfte über Wochen überhaupt nicht öffnen. Die Lockerungen der Bundesregierung kamen, das haben wir mehrfach gesagt, zu spät und zu zaghaft.
Aber auch jetzt, nachdem die Restaurants, die Cafés und die Gaststätten endlich wieder öffnen dürfen, zeigt sich, dass unter den vorgegebenen Auflagen ein erfolgreiches Wirtschaften nahezu unmöglich ist. In einer aktuellen Studie des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands zeigt sich, dass 4 von 5 befragten Betrieben angeben, dass unter den derzeitigen Auflagen kein wirtschaftliches Handeln möglich ist. Knapp 80% aller Betriebe haben einen Umsatz unter 50% des Vorjahreswertes, nach der Öffnung wohlgemerkt, meine Damen und Herren. Und um Ihnen allen das nochmal zu verdeutlichen, die Kollegin von der SPD hat eben über die Zahlen gesprochen. Wir sprechen über 220.000 gastronomische Betriebe in Deutschland mit über 2,4 Millionen Beschäftigten. Und diese Menschen, die brauchen jetzt unsere Hilfe, meine Damen und Herren. Deshalb begrüßen wir als AfD-Fraktion ausdrücklich, dass der Mehrwertsteuersatz auf Speisen endlich auf 7% abgesenkt wird. Dieses Chaos um unterschiedliche Mehrwertsteuersätze ist und bleibt doch sowieso schon völliger Humbug. Wenn Sie hier in Berlin sich irgendwo eine Currywurst gönnen und Sie nehmen die mit auf der Hand und essen die um die Ecke auf einer Parkbank, muss der Gastronom 7% Mehrwertsteuer abführen. Wenn Sie aber am Imbiss noch irgendwie einen Stehtisch anbieten, dann muss der Gastronom plötzlich 19% abführen. Das ist ein absoluter Irrsinn und der Mehrwertsteuersatz sollte sowieso vereinfacht werden. Aber jetzt kommt die Bundesregierung in der Corona-Krise und reagiert endlich. Wieder mal zu spät und zu zaghaft, aber immerhin wollen Sie den Mehrwertsteuersatz auf Speisen ja jetzt auf 7% senken. Ich würde Ihnen gerne gratulieren, Herr Scholz, aber wieso befristen Sie die Maßnahme denn dann auf ein Jahr? Sie wollen angeblich der Gastronomie unter die Arme greifen und reduzieren dann den Satz befristet auf ein Jahr, wenn Ihnen die komplette Gastronomie gleichzeitig erklärt, dass sie unter wahnsinnigen Umsatzeinbußen und Verlusten aufgrund der von Ihnen verhängten Maßnahmen leidet. Frau Arndt Brauer, Sie haben in Ihrer Rede viel gesagt. Ich fand einen Satz besonders bemerkenswert. Das ist nicht die beste Maßnahme, die wir treffen konnten. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass es leider war. Und deswegen haben Sie heute noch mal eine Chance. Wenn Ihnen das Gastgewerbe wirklich am Herzen liegt und wenn all die Versprechungen und Beteuerungen nicht bloß leere Worte sind, dann nutzen Sie diese Chance und stimmen unserem heutigen Antrag zu. Denn wir fordern im vorliegenden Antrag die dauerhafte Vereinheitlichung und Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen auf 7%. Beenden wir das Bürokratiechaos und unterstützen wir endlich gemeinsam das deutsche Gastgewerbe. Und bevor Sie mir jetzt mit dem Argument der Kosten kommen, wir reden hier nach aktuellen Schätzungen über 1,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen. 1,5 Milliarden. Das ist viel Geld, aber vor wenigen Tagen hat ja unsere Bundeskanzlerin gemeinsam mit ihrem Busenfreund Macron ein Paket von 500 Milliarden angestoßen. Und Ihre Parteikollegin, liebe CDU, Frau von der Leyen, machte aus der Summe so ganz nebenbei mal um die 750 Milliarden Euro, die sie da sehen würde. Dafür haftet wie immer hauptsächlich der deutsche Steuerzahler. Wir als AfD-Fraktion haben in dieser Frage eine andere Herangehensweise. Bevor wir die ganze EU retten, fangen wir lieber mal mit der heimischen Gastronomie an, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, die Gastronomie, sie ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, aber sie ist noch viel mehr als das. Insbesondere im ländlichen Raum ist die Dorfgaststätte prägender Ort für das Gemeinschaftsleben. Und wenn Sie jetzt nicht handeln, werden wir ein Betriebssterben erleben, wie wir es noch nie hatten. Wir werden Tausende von Existenzen vernichten und die Gastronomiekultur, die unser Lebensgefühl und viele Ortsbilder über Jahrhunderte hinweg prägte, wird der Vergangenheit angehören. Deshalb kann ich nur an Sie appellieren, springen Sie über Ihren Schatten und entscheiden Sie heute mal nicht nach parteipolitischen Maßgaben, sondern stimmen Sie unserem Antrag zu. Geben Sie der Gastronomie eine Chance und den Wirten eine Zukunft. Sie werden sie Ihnen danken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das war Sebastian Münzenmeier von der AfD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Fritz Günzler von der CDU-CSU-Fraktion. Er sitzt im Finanzausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, ein paar Zuhörer haben wir ja auch. Wir haben heute ein weiteres Steuergesetz zu beschließen infolge der Corona-Pandemie und wir haben das Steuerhilfegesetz, Corona-Steuerhilfegesetz zu verabschieden. Man könnte auch sagen Soforthilfegesetz, weil Kollegin Arndt Brauer hat ja schon darauf hingewiesen, weitere Maßnahmen werden folgen müssen. Darauf werde ich auch noch eingehen. Aber es ging jetzt im ersten Schritt darum, zu überlegen, wie wir Liquidität bei den Unternehmen sichern. Es gab verschiedene Maßnahmen der Finanzverwaltung schon. Es gab Stundungserleichterungen, zinslose Stundungen, Herabsetzung von Vorauszahlungen wurden erleichtert. Also es ist eine ganze Menge getan worden, aber es ist weiter was zu tun, damit wir das Wesentliche schaffen, nämlich Liquidität bei den Unternehmen zu sichern. Und wir haben auch Branchen im Blick, und die Gastronomie ist ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden.
Und Frau Kollegin Ahn-Brauer sprach von einer nicht besten Maßnahme, die wir treffen würden. Ich zitiere dann lieber den Bundesfinanzminister, der in seiner Einbringungsrede gesagt hat, das wäre eine ganz wichtige Verbesserung für diesen Bereich. Also von daher, da wo Herr Scholz recht hat, hat er recht. Also von daher ist das eine gute Maßnahme. Es sind immerhin in der Kalkulation 12 Prozentpunkte bei gleichen Preisen, die dem Gastronomen in Zukunft zur Verfügung stehen, wenn er denn den Umsatz wieder machen kann. Und es geht ja wieder los und wir haben es jetzt für ein Jahr beschlossen und wir werden die Diskussion weiter verfolgen. Aber Herr Münzenmaier, eins geht nicht. Also wenn Sie hier die Auflagen kritisieren, die Auflagen, die wir gemacht haben oder auch die Länder gemacht haben, sind ja kein Selbstzweck. Sie nützen dem Schutz oder dienen dem Schutz der Menschen. Und wenn man sich an die Auflagen eben nicht hält, das haben wir in Leer und Ostfriesland gesehen, wissen wir, was passiert. Also von daher ist das fahrlässig, wenn Sie hier auffordern, diese Auflagen zu reduzieren. Wir werden in diesem Punkt weitermachen. Und natürlich ist die Ermahnung richtig, dass man vielleicht grundsätzlich sich mal mit der Umsatzsteuer beschäftigen sollte, weil nicht alles, Beispiele sind ja hier auch vorgetragen worden, bei der Unterscheidung eines ermäßigten Steuersatzes und Regelsteuersatzes noch erklärbar ist. Es sind ja schon mehrere politische Anläufe gemacht worden, aber vielleicht könnten wir nach dieser Corona-Krise das Thema ja noch mal aufgreifen und hier zu einer Vereinheitlichung kommen. Wir haben in diesem Gesetz auch geregelt, was wichtig ist für die Kommunen, die ja auch im Rahmen der Corona-Pandemie einiges zu leisten haben, dass sie jetzt in dieser Zeit nicht ihr Umsatzsteuersystem umstellen müssen. Es gibt ja den § 2b USTG, da ist eine Veränderung drin für die Besteuerung der juristischen Körperschaften des öffentlichen Rechts, wo wir die Übergangsfrist jetzt für 2 Jahre verlängern bis zum 31.12.2022. Und wir hoffen, dass das Bundesfinanzministerium bis dahin dann auch die offenen Fragen klären konnte, die dazu geführt haben, dass wir dieses tun mussten. Wir haben weiterhin, auch Frau Kollegin Ahn-Brauer hat darauf schon hingewiesen, gesetzlich geregelt, dass die Zuwendung, die ein Arbeitgeber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem Jahr machen kann, in Höhe von 1.500 Euro, auch gesetzlich geregelt wird. Wir haben alle die Maßnahme, die Bundesfinanzminister Scholz ausgerufen hat und durch ein BMF-Schreiben geregelt hat, unterstützt. Wir hatten aber in der Anhörung und anderweitig vernehmen müssen, dass es hier doch gewaltige Rechtsunsicherheiten gibt. Und von daher haben wir hier gehandelt und der Gesetzgeber hat mal wieder, kann man sagen, Handlungsfähigkeit bewiesen. Und vielleicht ist es ja auch Hinweis an die Regierung, öfters den Gesetzgeber wieder einzubinden. Wir sind bereit und können auch schnell Beschlüsse fassen. Das sind einige Punkte. Wie gesagt, dieses Corona-Steuerhilfegesetz ist ein Anfang. Wir werden weitere Punkte umsetzen müssen in einem Wachstumspaket. Es wird auch darum gehen, nicht nur die Liquidität zu retten, sondern es geht auch um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Von daher werden wir unser Unternehmenssteuerrecht modernisieren müssen. Wir werden über maximale Belastung von einbehaltenen Gewinnen reden müssen. Wir werden Strukturdebatten führen müssen. Aber ein entscheidender Punkt, der die Liquidität noch mal betrifft, ist, dass wir was bei der Verlustverrechnung machen müssen. Wir hatten eine sehr beeindruckende Sachverständigenanhörung und ich habe in den letzten 7 Jahren, die ich den Deutschen Bundestag anhören darf, viele Sachverständigenanhörungen miterlebt. Aber ich glaube, es war auch keine, wo sich die Sachverständigen unisono einig waren, dass wir die Verlustverrechnung verbessern müssen. Was heißt Verlustverrechnung? Verlustverrechnung ist eine Auswirkung der sogenannten Abschnittsbesteuerung. Wir haben in Deutschland ja immer ein Kalenderjahr, meist als Wirtschaftsjahr, wo man sich genau anguckt, welcher Gewinn, welcher Verlust entsteht. Und es ist sinnvoll, im Rahmen einer Gewinnglättung, im Ausschluss des wirtschaftlichen Leistungsfähigkeitsbetriebs, eben gute und schlechte Jahre miteinander zu verrechnen. Das nennt man Verlustverrechnung. Und das sind so ungefähr 30%, die in so einem Verlust bei einer Kapitalgesellschaft latenten Steueranspruch darstellen. Und man kann den natürlich in der Zukunft mit Gewinnen verrechnen. Dann hat man eine längere Zeit, die man darauf warten muss, als Unternehmer das Geld wiederzubekommen. Oder man kann sogar mit entstandenen Gewinnen zu verrechnen. Das ist dann der Verlustrücktrag. Und den haben wir, was verfassungsgemäß ist, das ist mehrfach entschieden worden, sehr begrenzt auf 1 Jahr und auf 1 Million Euro bei Kapitalgesellschaften. Ich glaube, der Zeitpunkt, den wir jetzt haben, ist gut dafür, darüber nachzudenken, a, diesen Betrag, ich würde mal sagen, wesentlich zu erhöhen. Er war früher mal bei 10 Millionen D-Mark, das wären dann 5 Millionen Euro, aber vielleicht gibt es auch was dazwischen. Und ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, weil die Gewinnsituation bei Unternehmen ja unterschiedlich war, 2019, 2018, vielleicht sogar noch zurückzukehren zu einem Zeitraum von 2 Jahren. Das würde den Unternehmen tatsächlich helfen. Und ich glaube, damit würden wir auch dem Nettoprinzip noch mehr Geltung verschaffen. Wir sollten dann aber auch gleichzeitig darüber nachdenken, wenn der Verlust für den Rücktrag nicht ausreicht oder zu groß ist, besser gesagt,
dass wir dann nach vorne die Mindestbesteuerung aufheben, denn sie dürfen nach vorne bisher auch nicht alle Verluste vollständig verrechnen. Auch das ist ein Punkt, den wir in diesem Gesetzgebungsvorhaben, was ja ansteht, aufgreifen sollten. Und ich habe auch beim Koalitionspartner eine gewisse Bereitschaft entnommen, darüber zu diskutieren. Und von daher sollten wir da auch gemeinsam Lösungen finden. Wie bei anderen Themen ist Besteuerung für Umsatzsteuer, den Betrag zu erhöhen von vielleicht 600.000 auf 800.000 Euro. Es gibt also noch viele Dinge, die wir angehen können. Die sollten wir auch zügig angehen. Heute machen wir mit diesem Gesetz einen ersten Schritt. Weitere müssen dringend erfolgen. Wir haben unsere Vorschläge dazu gemacht. Wir warten auf die Vorschläge des Bundesfinanzministers. Und dann werden wir zügig hier, glaube ich, gute Gesetze für die deutsche Wirtschaft beschließen können. Herzlichen Dank. Ein erster Schritt sei das Corona-Steuerhilfegesetz, mit dem zum Beispiel Gastronomen geholfen werden soll, aber auch Catering-Unternehmen und dem Lebensmitteleinzelhandel. Nächster Redner ist jetzt Till Mansmann von der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier im Deutschen Bundestag in gemeinsamer Verantwortung schnell und entschlossen eine Menge Maßnahmen auf den Weg gebracht, viele wichtige Aufgaben in einer außergewöhnlich schwierigen Zeit. Und auch heute liegt wieder so ein Gesetz auf dem Tisch, und es geht im Wesentlichen um eine zeitlich begrenzte Mehrwertsteuersenkung. Wir Freie Demokraten sehen auch, dass das ein relativ unbürokratischer und schnell umzusetzender Weg ist, den von den Maßnahmen gegen die Pandemie mit am stärksten getroffenen Unternehmen rasch unter die Arme zu greifen. Diese befristete Steuersenkung gibt den entlasteten Unternehmen in der Tat in den nächsten Monaten mehr Handlungsspielraum. Deswegen werden wir dieses Gesetz auch mittragen. Aber gerade an dieser Stelle gibt es auch einige Kritik, die man hier auch deutlich benennen muss. Auch wir sehen das Umsatzsteuerrecht zwar als geeignetes Instrument an, und andere Maßnahmen hätten auch irgendwelche Nebenwirkungen. Wir müssen aber die Frage stellen, warum ausschließlich Speisegaststätten und nicht zum Beispiel auch welche, die Getränke verkaufen. Gerade die Kneipen, die Bars, die Biergärten, die während des Lockdowns keinen Lieferservice anbieten konnten, waren doch besonders hart getroffen. Oder ganz andere Unternehmen, die völlig andere Dienstleistungen oder Waren verkaufen, die auch von Zwangsmaßnahmen des Staates betroffen waren, warum werden die nicht berücksichtigt? Aber in der Tat wollen wir denen, die wir jetzt ausgewählt haben, die Hilfe nicht verweigern, weil doch sehr, sehr viele erfasst sind, die es ganz besonders hart getroffen hat. Mit in diesem Gesetz steht nun auch die Verlängerung der Übergangsfristen für die umsatzsteuerliche Umstellung von Kommunen und ihren Betrieben, letztlich im Rahmen der Umstellung auf DOPIG. Das wird von der Öffentlichkeit nur wenig wahrgenommen, und es sieht nach einem Randgeschehen aus. Auch das tragen wir mit. Wir müssen aber fragen, auch an dieser Stelle, warum gestehen Sie von der Großen Koalition den Kommunen zu, großzügigere Umstellungsfristen zu bekommen, weil sie gerade mit Corona so beschäftigt sind, aber nicht den Unternehmen und den Arbeitnehmern? Wir haben Ihnen eine Reihe von Anträgen zu Ihrem Gesetz vorgelegt, die sich genau damit befassen. Auch die Unternehmen sollten sich jetzt mit der komplexen Umstellung nicht beschäftigen müssen, wie zum Beispiel mit der Pflicht, Registrierkassen mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung bis zum 30.09.2020 auszurüsten, oder die Geltendmachung von Abzugsbeiträgen für Anschaffung oder Herstellung durch § 7 GStG geförderten Wirtschaftsgütern, die Fristwahrung zur Übertragung stiller Reserven oder die Arbeitnehmer, die ins Homeoffice geschickt werden. Die können nichts dafür, haben aber genau das gemacht, was alle wollten. Sie sind zu Hause geblieben und haben von dort aus ihre Arbeit weitergemacht. Aber wenn Sie dort nur kein eigenes Arbeitszimmer haben, sondern Durchgangszimmer oder nur irgendeine Ecke und den eigenen PC verwenden und damit die gemeinsamen Anstrengungen unterstützen, dann wird das steuerlich nicht berücksichtigt. Das müssen wir doch ebenfalls befristet bis zum 31.12.2020 ändern. Und dabei entstehen immer wieder auch zusätzliche Kosten, die natürlich in der bisherigen Gesetzgebung nicht vorgesehen waren. Auch das müssen wir machen, zum Beispiel bei der Befreiung von Einzelnachweisen von 20 auf 50 Euro befristet erhöhen. Nun ist es nicht aller Tage Abend. Leider muss man sagen, wir wünschen uns ja alle, dass die Corona-Dämmerung endlich kommt und einem Freiheitsfrühling weicht. Wir werden in den nächsten Wochen also noch weitere Gesetze bekommen. Das haben Sie auch angekündigt. Da werden wir auch dran konstruktiv mitarbeiten. Herr Kollege Günzer natürlich auch bei der Verlustverrechnung. Wir stimmen also Ihrem Gesetz nun zu und hoffen, dass Sie unsere Vorschläge dabei auch noch mal eingehend prüfen. Vielen herzlichen Dank. Till Mansmann von der FDP-Fraktion. Er sitzt im Finanzausschuss, so wie auch der nächste Redner, Stefan Liebig von der Linksfraktion.
Neulich, als alles dicht war, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, als alles dicht war, habe ich im Radio einen Klassiker des deutschsprachigen Schlagers gehört. In der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die Älteren erinnern sich, Peter Alexander, 1976. Und das war ein bisschen traurig, weil die Kneipen hatten alle zu. Und Sie haben es erlebt, Sie alle haben wahrscheinlich auch ein Lieblingslokal, in das Sie nicht gehen konnten. Sie haben verzweifelte E-Mails bekommen von den Inhaberinnen oder Inhabern, Spendenaufrufe, die Bitte, dass wir doch Essen dort uns liefern lassen sollen. Und das haben wir auch alle gemacht. Aber wir sind hier ja nicht als Einzelpersonen, sondern als Gesetzgeber. Und da sind wir gefragt, weil viele Lokalinhaberinnen und Lokalinhaber vor dem Ruin stehen. Und Sie schlagen uns heute hier eine Lösung vor, die keine ist. Statt der kleinen Eckkneipe zu helfen, werfen Sie hier einen alten Hut in den Ring. Die Umsatzsteuerermäßigung von 19% auf 7%. Diese Ermäßigung wollten die Hotel- und Gaststättenverbände ja schon immer. Unabhängig von Corona. Das hat damit gar nichts zu tun. Und sie bleibt die falsche Maßnahme und sie hilft übrigens auch nicht. Was wir wirklich brauchen, sind direkte Zuschüsse für die Kneipen, die in Not sind. Und was die AfD einfach nicht verstanden hat, ist, den Kneipen wird hier überhaupt nicht geholfen. Explizit sind diejenigen ausgenommen, die nur Getränke verkaufen. Kneipen, Bars und Clubs bekommen gar keine Entlastung, bestenfalls die großen Sterne-Restaurants. Was soll das denn? Und Frau Arndt-Brauer, Sie haben es ja selber angesprochen, Sie glauben doch selber nicht, dass Sie in einem Jahr das wieder zurücknehmen werden. Und Herr Günzel hat das ja eben schon angedeutet. Ich glaube das nicht, dass das passieren wird mitten im Bundestagswahlkampf. Da bin ich mal sehr gespannt. Diesen Weg werden wir nicht mitgehen. Es gibt eine Sache, die sehr gut ist, die wir unterstützen, nämlich die verrückte Idee, dass Kommunen, Religionsgemeinschaften, Innungen und Kammern und andere juristische Persönlichkeiten ausgerechnet jetzt sich mit einer unfassbaren Bürokratie befassen müssen, nämlich dass sie künftig Umsatzsteuern wie Privatunternehmen zahlen sollen, dass das erst mal verschoben wird. Das ist gut. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben im Moment wirklich anderes zu tun. Aber es ist auch nur ein erster Schritt. Und deswegen rufe ich hier was auf, was leider nicht in diesem Gesetz steht. Das ist nämlich die generelle Entlastung der Kommunen. Endlich hat Olaf Scholz mal einen sinnvollen Vorschlag gemacht, nämlich die Städte und Gemeinden in unserem Land mit einem Schutzschirm vor dem finanziellen Kollaps zu schützen. Das ist gut, das fordern wir schon lange. Und was machen jetzt CDU, CSU, FDP und AfD? Sie blockieren. Was sagen eigentlich Ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dazu? Oder die der FDP, das sind vielleicht nicht so viele, aber ein paar Bürgermeister haben sie ja auch. Was sagen die eigentlich dazu? Alle die brauchen jetzt dringend Unterstützung, sie brauchen Hilfe und haben keine Zeit für Koalitionsspielchen. Einigen Sie sich bitte schnell und das möglichst noch vor der Sommerpause. Dankeschön. Soweit Stefan Liebig von der Linksfraktion. Der Bundestag diskutiert darüber, wie mit dem Steuerhilfegesetz der Bundesregierung zum Beispiel den Gastronomen geholfen werden kann. Jetzt Daniel Bayers von Bündnis 90, den Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorneweg an den Kollegen von der AfD kurz einen Satz. Man hat ja das Gefühl gehabt, die AfD ist die letzte Bastion, die sich für die Interessen der Gastronomen in Deutschland einsetzt. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es viele verantwortungsbewusste Gastronomen, die ihrer Partei Veranstaltungen untersagen und Hausverbot erteilen und sie so tun, als seien sie die letzte Bastion. Ich glaube, die Gastronomen in Deutschland brauchen gerade vieles. Das Letzte, was sie brauchen, ist Support von der AfD, meine Damen und Herren. Zur Sache, Sie von der Koalition sagen, das ist ein gutes Gesetz. Wir sagen immerhin, das ist kein schlechtes Gesetz, aber es bleibt hinter dem zurück, was notwendig ist und was möglich gewesen wäre. Meine Damen und Herren, dazu drei Punkte. Erstens, wir haben das ein paar Mal heute gehört, die steuerliche Nutzung von Verlusten. An der Stelle wäre es wirklich wichtig gewesen, eine Verbesserung, eine wirksame Maßnahme für schnelle Liquidität für Unternehmen auf den Weg zu bringen. Sie haben sich jetzt dafür entschieden, mit der Senkung der Umsatzsteuer für eine spezifische Branche entschieden. Das ist okay.
Was wir aber brauchen, sind doch branchenübergreifende Lösungen. Und deswegen haben wir als Fraktion einen Antrag eingebracht mit einem Vorschlag, wie wir Verlustrückträge breiter steuerlich nutzbar machen. Und in der Anhörung am Montag haben uns ja viele Fachleute genau darin bestärkt, dass das der richtige Weg wäre. Und ich gebe zu, für unsere Steuerverwaltung ist das Thema nicht trivial. Aber ich höre raus, im Grunde teilen Sie ja diese Auffassung. Und deswegen hätte ich mir an der Stelle mehr Mut erhofft, meine Damen und Herren. Zweitens, Sie ignorieren in dem Gesetz die Verjährung von Steuerstraftaten und Betrugsprävention. Die Verjährung von Steuerstraftaten droht ja, weil Finanzämter durch diese Pandemie eingeschränkt sind und die Betrugsprävention leidet, weil eben der Informationsaustausch zwischen der Finanzverwaltung auf der einen Seite und den Stellen, die Corona-Hilfen auszahlen, andererseits nicht geregelt ist. Auch da bleibt dieses Gesetz leider hinter dem zurück, was notwendig gewesen wäre, meine Damen und Herren. Und drittens, es geht doch nicht nur um die Frage, wie wir dieses Jahr, wie wir 2020 retten. Es geht doch auch um die Frage, was wir heute tun müssen, um uns für 2030 gut aufzustellen. Und deswegen reicht es natürlich bei weitem nicht, nur an die Mehrwertsteuer an der Gastronomie zu gehen. Wir müssen doch auch darauf achten, dass wir kurzfristige Maßnahmen ergreifen, die uns auch einen Weg in eine bessere Zukunft ebnen. Und da gibt es auch gerade im Steuerrecht so viel Potenzial. Ich denke da an bessere Abschreibungen für digitale Wirtschaftsgüter. Ich denke daran, dass wir endlich mal die Zertifizierungsstelle auf den Weg bringen, um eine steuerliche Forschungsförderung an den Start zu bringen. Ich denke an bessere Anreize für die Wärmedämmung, damit auch das Handwerk profitiert. Und ich denke an Investitionen in nachhaltige Technologien, die könnten wir besser steuerlich fördern. Und ich warte bis heute, dass die Bundesregierung mal einen Vorschlag für ihre Wasserstoffstrategie auf den Weg bringt. Da wäre insgesamt so viel mehr möglich gewesen, meine Damen und Herren. Und uns alle hier im Haus treibt doch die Sorge um, dass wir von der einen Krise möglicherweise in die nächste Krise stolpern. Und um genau das zu vermeiden, geht es darum, die Marktwirtschaft sozialer, digitaler, ökologischer zu machen. Das schaffen wir eben nur, nicht nur, wenn unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig ist, sondern wenn sie auch anpassungsfähig ist an veränderte Bedingungen. Das merken wir ja in dieser Corona-Krise quasi wie im Brennglas. Und deswegen bitte ich Sie, dass Sie mit dem Konjunkturprogramm, was ich heute ja schon ein paar Mal gehört habe, wirklich diese Themen angehen. Und lassen Sie uns gerne gemeinsam daran arbeiten, dass wir aus dieser Krise stärker herauskommen, als wir hereingegangen sind. Herzlichen Dank. Im Durchschnitt erwarten wir Restaurants und Cafés für dieses Jahr mit Umsatzeinbußen von mindestens 55%, also fast die Hälfte. Von daher passt es doch sehr, dass der Bundestag hier über Hilfen diskutiert. Jetzt Lothar Binding, der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, das Gesetz heißt ja Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise. Eigentlich weiß man nicht genau, was damit gemeint ist. Warum? Weil das ist eigentlich ein Fragment. Ein Fragment, das man einbetten muss in das, was schon geschehen ist. Familienhilfen, Kurzarbeit, Zuschüsse, Darlehen, Nachtragshaushalt, 156 Milliarden, die EU-Programme. Da geschah schon sehr viel. Und dann muss man es einbetten in das, was noch kommt. Denn wir haben ja letztendlich einen Pfad zur sozial-ökologischen Transformation zu begehen. Und dieser Pfad ist ziemlich lang. Jetzt kann man sich vorstellen, in ein Gesetz alles, was noch kommt, reinzupacken. Das dürfte nicht gelingen, weil die Zukunft länger ist, als wir Gesetze machen. Also insofern ist es klug, wenn man es einbettet in einen Gesamtzusammenhang. Und Fritz Günzler hat eine Reihe von Dingen genannt. Dass wir über die Verlustverrechnung nachdenken, ist klar, weil das machen die Grünen. Wir wollen nicht ganz so weit zurückgehen, weil das sehr bürokratisch wäre. Aber die Idee ist trotzdem gut, mehr und länger zurückgehen. Verrechnungen sind prima, dass wir über degressive Abschreibungsmöglichkeiten nachdenken, um kurzfristig zu helfen. Das ist sehr gut. Übrigens, Olaf Scholz hat damit schon begonnen. Untergesetzlich hat schon gesagt, die Verluste aus 2020 können mit den Steuervorauszahlungen aus 2019 verrechnet werden. Vielleicht ist die Dimension noch nicht die Dimension, die man sich wünscht, Hans. Das ist verständlich. Ein bisschen schneller, ein bisschen mehr ist immer schön. Aber es ist ein wichtiger erster Schritt, der die Weiche gestellt hat. Da können wir weiterverarbeiten. Wir denken über die Fristverlängerung beim 7G, um Investitionen zu erleichtern, nach.
Und wir brauchen auch vielleicht eine Nachfragestimulierung. Das ist kompliziert. Nachfrage zu stimulieren ist schwierig. Aber ich kann ja auch zum Beispiel Arbeitnehmern mehr Geld geben, um Nachfrage zu stimulieren. Oder ich kann einem Geld geben, um ein altes Auto zu... Jeder merkt schon, das ist ein weites Feld. Das ist auch ein bisschen vermint. Wir brauchen aber auch Mittel, wenn wir jetzt den Unternehmen so helfen, wie wir das jetzt machen, und wirklich in Abermilliarden Risiken auf die Schultern des Staates laden, dann erwarte ich auch von der Industrie, dass die Steuergestaltungen ein Ende haben, dass der Betrug ein Ende hat, dass es keine Schwarzarbeit mehr gibt, dass prekäre Beschäftigung eingedämmt wird und dass der Kassenbetrug auch aufhört. Und ich erwarte auch von DEHOGA, nachdem wir jetzt so geholfen haben, dass die jetzt diese Leerlaufzeit nutzen, um alle Gaststätten mit Kassen auszustatten, um sich vorzubereiten, damit die ab September, wenn die hochlaufen, endlich fair diese 300 Euro haben die. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Und mit der Erwartung dieser großen Steuernachlässe können die das jetzt schon antizipieren, also vorwegnehmen, können diese Investitionen tätigen. Ich verlange Fairness von den Unternehmen. Die verlangen Fairness vom Staat. Da sind wir bereit, das zu machen. Ich verlange das Gleiche von allen Unternehmen und auch von den Gaststätten. Und unser Präsident, der Thomas Oppermann, hat in der Fraktion gesagt, wir sollen aufpassen, dass die Gaststätten sich nicht minder wertgeschätzt fühlen, weil die eine ganz wichtige gesellschaftliche, kulturelle, soziale und so weiter Funktion haben. Und das ist so. Er hat recht. Und deshalb machen wir auch Dinge, von denen wir erwarten können, dass sie auf der anderen Seite entsprechend quittiert werden. Wenn wir jetzt helfen und werden anschließend betrogen, das ist unfair. Und das wollen wir nicht. Und ich glaube, das muss man auch so sehen. Ansonsten ist völlig klar, dieses Gesetz korrespondiert ja ganz wesentlich mit der Kurzarbeit. Und die Kurzarbeitsregeln, die waren richtig gut. Die wurden nämlich angehoben von 60%. Leider haben wir es nicht geschafft, auf 80% in einem Schritt. Das ist jetzt auf verschiedene Monate verteilt, aber sehr klug. Und dass wir jetzt die Kurzarbeitgelder steuerfrei stellen und damit auch sozusagen die sozialrechtlichen Regelungen der Beitragsfreiheit nachbilden, das ist auch sehr gut. Ich meine, das muss auch erstmal ein Finanzminister mitmachen, weil er übernimmt ja damit eine gigantische Verantwortung für die Zukunft, denn das bedeutet ja was im Haushalt. Und sich zu überlegen, wie man sozusagen das später wieder reguliert, das ist eine große Aufgabe, und wer sich dazu bereit erklärt, der hat unser höchstes Lob verdient. Und in diesem Sinne sage ich noch mal schönen Dank für die riesige Vorarbeit der Exekutive. Gestatten Sie eine Zwischenfrage am Schluss Ihrer Rede? Ja, das würde ich nicht erlauben. Also ich glaube, das ist nicht so sehr sinnvoll. Ich glaube, wir sollten ja auf dem Boden der Tatsachen bleiben, die Zukunft im Blick nehmen, und deshalb setze ich mich jetzt wieder hin. Also schönen Dank. Lothar Binning wollte hier keine Zwischenfrage machen. Theoretisch könnte es jetzt eine Kurzintervention geben, gibt es aber nicht. Und so kommen wir zum letzten Redner in dieser Debatte, Hans Michelbach von der CDU-CSU-Fraktion, Vorsitzender der Mittelstandsunion. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns ohne Zweifel in der schwersten Wirtschaftskrise seit Bestehen unserer Bundesrepublik. Unser vorrangiges Ziel muss es deshalb sein, die Wiederbelebung der Wirtschaft in Deutschland und in Europa voranzutreiben. Und wir haben bisher kurzfristig gehandelt, um die Pandemie zurückzudrängen und vor allem auch die Folgen für Bürger und Unternehmen abzufedern. Das unterstreicht auch das Corona-Steuerhilfegesetz, das hier und heute beschlossen wird. Die Maßnahmen sind ausgewogen. Wir unterstützen die schwer gebeutelte Gastronomie. Wir sichern die Steuerfreiheit der Sonderzahlung für Arbeitnehmer. Wir unterstützen jene, die Kinder und Behinderte zu Hause betreuen, weil Schule und Betreuungseinrichtungen geschlossen sind. Ja, meine Damen und Herren, ab jetzt müssen wir aber alles daran setzen, dass unsere Wirtschaft insgesamt auf dem Wachstumspfad zurückkehren kann. Wir brauchen dazu eine klare ordnungspolitische Konzeption, meine Damen und Herren. Nur dann kann unsere Wirtschaft wieder aus eigener Kraft wachsen. Und darum geht es. Es geht nicht um Staatswirtschaft, sondern um Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Ein Überbietungswettbewerb für Staatshilfen mit zweifelnden und zweifelhaften Lenkungswirkungen
oder Schuldenübernahmen nach dem Motto, wer schüttet das größte Füllhorn aus, führt gewiss nicht zum Ziel, meine Damen und Herren. Er weckt falsche Erwartungen, die nur enttäuscht werden können. Die Grünen wollen gerade Staatshilfen mit Geschlechterquote. Also ich habe schon viel Unsinn gehört, aber das ist einfach der Gipfel der Unsinn. Staatshilfen mit Geschlechterquote. Meine Damen und Herren, nötig sind vielmehr Liquidität für Unternehmen und Bürger, ein Belastungsmoratorium und vor allem auch nachhaltige Strukturverbesserungen. Nötig ist also Ordnungspolitik statt Strohfeuer, meine Damen und Herren. Vorrangig ist dabei für uns eine Verbesserung der Verlustverrechnung. Die Unternehmen können jetzt ihre Corona-Verluste erst mit der Steuererklärung 2020 im nächsten Jahr geltend machen. Meine Damen und Herren, das ist zu spät für Insolvenzen in diesem Jahr. Je früher die Unternehmen ihre Verluste mit den Gewinnen von 2018, 2019 verrechnen können, desto schneller wachsen sie wieder und zahlen auch wieder neue Steuern. Und das ist der Weg, der richtig ist in einer Marktwirtschaft. Meine Damen Herr Michelbach, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Agelidis von der FDP? Bitte schön. Gregorius Agelidis von der FDP-Fraktion. Hätte ich gerne auch an dem Herrn Kollegen Binning gestellt, aber da hat ihn offenbar der Mut verlassen. Ich möchte sehr gerne auf einen Part hinweisen, der offensichtlich hier in der Debatte eher ein Randthema ist, aber als familienpolitischer Sprecher muss ich das doch erwähnen, weil Sie auch gerade die Familien angesprochen haben. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass gerade bei der Unterstützung von Familien, und Sie haben das angesprochen, wenn die eben Kinder haben, die zu Hause betreut werden müssen, weil Kindergärten und Schulen eben geschlossen sind oder zumindest nicht Normalbetrieb haben, dass jetzt eine gute Chance gewesen wäre, eben klarzustellen, dass Homeoffice-Arbeit und Kinderbetreuung nicht etwas ist, was Eltern parallel locker machen können, sondern dass eben es möglich ist, auch wenn sie Homeoffice machen können, ja, dass es eben nicht quasi als Kinderbetreuungsersatz sozusagen oder als parallel zu händelndes Thema ist. Und haben Sie vor, endlich als Koalitionsfraktion oder auch als Regierung das zu ändern? Wobei Sie natürlich für die Regierung nicht antworten. Danke. Herr Kollege, ich habe verstanden, dass Sie mehr Unterstützung, mehr Quersubventionen für Familien wünschen. Im Konjunkturpaket setzen wir uns mit diesen Fragen natürlich auseinander. Aber die wesentliche Frage ist ja immer die Abwägung, nämlich wie effizient ist eine solche Staatshilfe und ist es nicht effizienter, die Menschen generell Steuer zu entlasten, weil sie können das Geld ja nur einmal ausgeben und die Finanzmittel fallen ja nicht geradezu vom Himmel. Und deswegen ist das ein Abwägungsprozess. In jedem Fall müssen wir mehr Hilfen, mehr Liquidität, mehr Freiraum den Bürgerinnen und Bürgern zugestehen. Und darum geht es letzten Endes. Meine Damen und Herren, die Unternehmen, die Bürger brauchen Liquidität und nicht nächstes Jahr. Dem Staat entstehen dadurch natürlich keine Einnahmeausfälle, wenn man die Verlustverrechnung durchführt. Er verzichtet nur früher auf Geld, das er ohnehin, Herr Bundesfinanzminister, später zurückzahlen müsste. Es ist mehr oder minder ein Austausch in den Jahren. Wir brauchen aber auch mehr Liquidität, und da schließe ich an die Frage mit einer Steuerreform und damit Entlastung bei Bürgern und Unternehmen. Denn die Bürger, meine Damen und Herren, wissen einfach am besten selbst, wie sie ihr Geld ausgeben wollen. Freiheit für unsere Steuerzahler ist der marktwirtschaftlich beste Weg, ist besser wie letzten Endes, dass der Staat bestimmt, für was Geld zur Verfügung gestellt wird, meine Damen und Herren. Das alles müssen wir in ein Belastungsmoratorium mit Maßnahmen ergänzen, die den Staat kein Geld kosten. Auch das gibt es. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aber erleichtern
Verzicht auf die einseitige Belastung deutscher Aktien auf Altersvorsorge durch eine Finanztransaktionssteuer zum Beispiel, keine zusätzliche Kostenbelastung für Finanzanlagenvermittler durch die Übertragung der Aufsicht auf die BaFin, Verschiebung der Pflicht zur Einführung einer Kassenpflicht, meine Damen und Herren. Da muss ich doch sagen, ist doch völlig irr, dass man auf der einen Seite den Gastronomen was gibt, die sollen es aber gleich an den Kassenhersteller weitergeben. Das ist doch nicht passend, meine Damen und Herren. Wir brauchen natürlich aber auch die Entschlackung der Planungs- und Genehmigungsrechte zur Beschleunigung von Investitionsvorhaben, was allemal besser ist, wenn der Staat langfristig auf Investitionen setzt, die natürlich immer lange Vorlaufzeiten haben. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wenn wir den Mut und die Stärke aufbringen, kann die gegenwärtige Krise auch zu einer Chance werden. Und die Chance sollten wir für das Gemeinwohl nutzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise. Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19601 den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 19150 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. So, Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, der hier ja auch schon in der Debatte angesprochen wurde, führt jetzt also hier die Abstimmung durch. Und wie das so üblich ist, wird erstmal per Handzeichen abgestimmt und dann in der dritten und Schlussabstimmung stehen die Abgeordneten auf, je nachdem, ob sie dafür, dagegen sind oder sich enthalten. Der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen. Und damit stimmen die Abgeordneten darüber ab, ob dann jetzt unter anderem ab nächster Woche, ab dem 1. Juli für ein Jahr der Umsatzsteuerbetrag für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen von 19% auf 7% gesenkt wird. Denn das ist ja auch hier in der Debatte klar geworden. Viele Restaurants, viele Gastronomen leiden unter der Corona-Krise. Selbst wenn sie jetzt wieder öffnen dürfen, müssen sie sehr strenge Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Und deswegen können sie auch allein, selbst wenn sie wollten, gar nicht so viele Gäste bedienen, weil eben ja, sie jetzt mehr Platz brauchen für ihre Gäste. Und deswegen wird es rechnen viele Gastronomen damit, dass sie deutliche Umsatzeinbußen haben werden. Die FDP-Fraktion hat insgesamt 3 Entschließungsanträge auch eingereicht zu diesem Gesetz, zu dem Steuerhilfegesetz. Da geht es unter anderem darum, dass man die Arbeitszimmer besser und besser absetzen kann. Bis Ende des Jahres möchte gern die FDP, dass man sein Arbeitszimmer besser absetzen kann. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist der Antrag mit der Mehrheit des Hauses abgelehnt. Schließlich Entschließungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 19. Und noch 2 andere Entschließungsanträge. Einerseits geht es darum, dass Unternehmen ja sogenannte Registrierkassen oder andere Kassensysteme einführen sollen, um besser gegen Manipulationen gewappnet zu sein. Und in einem anderen Entschließungsantrag geht es um Fristen, unter anderem im Erbschaftssteuerrecht. Da möchte auch die FDP, dass steuerpflichtige und Unternehmen wegen der Corona-Krise entlastet werden. Die Abstimmungen sind damit aber noch nicht zu Ende, denn in dieser Debatte wurde ja auch deutlich, dass es von der Opposition auch Anträge gibt, 2 von der AfD-Fraktion und einer von den Grünen.
Empfehlung auf Drucksache 19601, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19379 für erledigt zu erklären. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind alle. Vielen Dank. Dann brauche ich nach Enthaltungen und Gegenstimmen nicht zu fragen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 14b. Wir setzen die Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses auf Drucksache 19601 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 19164 mit dem Titel Negativfolgen der Corona-Maßnahmen auf das Gastronomiegewerbe eindämmen, einen fairen, einheitlichen Umsatzsteuersatz auf Lebensmittel im Gastronomiegewerbe einführen. Wer stimmt in diesem für Antrag diese Beschlussempfehlung? Bezieht sich die AfD-Fraktion auf die Umsatzsteuer für Speisen und Gastronomen, und zwar ist das ja Teil des Steuerhilfegesetzes, dass der Umsatzsteuersatz gesenkt wird. Die AfD möchte aber ganz gern, dass dieser Steuersatz länger als bisher vorgesehen gesenkt wird und dass nach 5 Jahren ermittelt wird, inwieweit sich diese Steuersenkung ausgewirkt hat.